Jetzt legen wir wieder los. Woche 3 ist angesagt, Abnehm-Challenge. Wir sind immer noch voll dabei und ich zeige dir heute wieder viele neue Übungen. Und es wird natürlich wieder ein bisschen anstrengender. Deswegen was zu trinken bereitlegen, Handtuch brauchst du, gute Schuhe anziehen, deine Matte und stell dir schon mal einen Stuhl bereit, denn den brauchen wir gleich auch für eine Übung. Bevor es aber richtig losgeht, wärmen wir uns erstmal auf. Komm auf deine Matte und komm gleich mal in die Bewegung. Gleich so ein leichtes Laufen. Jetzt bist du ja schon fit. Wir sind ja schon in der dritten Woche. Lass die Arme ganz locker nebenher baumeln. Und bring gleich deinen Stoffwechsel, deinen Kreislauf so ein bisschen in Schwung. Dann nimm die Arme in die Seite. Komm so ein bisschen in die Körperspannung. Und dann komm mal so etwas weiter von rechts nach links. Innere Bein immer so leicht auftippen und dann wieder wechseln. Gleichmäßiger Rhythmus rechts und links. Und dann wieder auf der Stelle. Und dann lösen. Nimm die Arme zur Seite oben. Nimm im Wechsel die Knie in Richtung Brustkorb. Dreh die Hände, Schultern mit mobilisieren. Gleich auch wieder was für die Koordination. Hoch die Knie im Wechsel. Dann die Arme nach oben und die Knie nach außen. Bisschen die Hüfte öffnen. Oberkörper versuchen, eher ruhig zu halten. Lass die Arme oben. Und dann wieder schließen. Und dann leichtes Anfersen. Komm dazu auf die Fußballen und versuch dich mal auf den Zehenspitzen so ein bisschen auszubalancieren. Wadenmuskulatur anspannen. Bleib auf den Zehen. Und wander so ein bisschen auf der Stelle hin und her. Dann kurz stehen bleiben, die Arme zur Seite tief. Und dann drück dich mal nach oben auf deine Fußballen. Noch nicht abspringen, das kommt später. Erstmal nur hochdrücken. Mach dich ganz lang. Mobilisiere deine Sprunggelenke. Nimm die Arme ganz locker dazu. Hoch und tief. Noch zwei. Und wieder kurz auslockern. Letzte Übung, bevor es losgeht. Arm und Knie zueinander und zur Seite öffnen. Ganz locker. Anderer Arm einfach an der Seite halten. So ein bisschen zum Ausbalancieren benutzen. Mach dich klein und groß. Noch zwei. Und dann Seite wechseln. Position finden und dann komm wieder in die Bewegung. Klein machen und groß machen. Ganz locker weiteratmen. Noch zwei. Und dann auslockern. Die Beine mal ganz leicht zur Seite. Auch die Handgelenke mal kurz durchbewegen. Die brauchen wir nachher gleich noch zum Stützen. Ja, einfach mal nach vorne, nach hinten, zur Seite drehen. Faust machen, Finger öffnen. In alle Richtungen drehen und bewegen. Auslockern. Ja, und ich würde sagen, dann legen wir los mit der ersten Übung. Komm in eine Grätsche. Zehen leicht nach außen. Wir kommen jetzt tief. Arme gehen nach vorne.
Und jetzt versuchst du gleich hochzuspringen, dabei die Arme nach hinten zu ziehen und dich ja, so richtig zu strecken. Also den Brustkorb anzuheben, die Zehen dann lang zu machen, wenn du vom Boden abspringst. Und dann kommst du wieder auf, ganz weich, gehst wieder tief, heißt den Po nach hinten schieben, die Arme nach vorne, kurz warten und dann wieder in den Sprung nach oben. Komm nach unten, bereit machen und dann geht's los. Hochdrücken und wieder abfangen, ganz gleichmäßig. Drück dich aus dem Sprunggelenk nach oben. Arme zurückziehen. Sehr schön. Durchhalten. Aktiv ausatmen. Noch viermal. Und dann lösen. Kurz die Luft rauslassen. Beine einfach durchbewegen, dass du das Gefühl hast, du wirst wieder ein bisschen locker. Und die Herzfrequenz geht nach unten. Nächste Übung. Nimm einen Fuß gekreuzt hinter dem Körper zurück. Stell den Fuß auf den Fußballen. Vorderes Bein bleibt ganz fest auf der Matte. Nimm die Arme erstmal nach vorne und dann komm in dieser Position tief und hoch. Mach die Bewegung erstmal klein. Ja, vielleicht möchtest du noch was ändern, den Schritt noch größer machen. Je weiter du das Bein nach drüben bringst, umso schwerer. Und je weiter das Bein nach hinten kommt, so einfacher ist es. Aber versuch wirklich hier über die Körperachse drüber zu kommen. Finde die Position und dann komm tief und hoch. Achte wieder drauf, das hintere Bein, ja, dieses Bein lang machen, richtig strecken, wenn du nach oben kommst. Die Ferse bleibt abgehoben und dann bleib in der Bewegung. Komm tief und hoch. Sehr schön. Noch dreimal. Und dann komm aufs vordere Bein und zieh das Knie nach vorne oben und versuch diese Position für ein paar Sekunden zu halten. Das Knie vom Standbein bleibt ganz leicht gebeugt. Das darf ruhig ein bisschen wackeln jetzt, das macht nichts. Dann arbeitet die Muskulatur. Noch zwei, eins. Und dann absetzen. Wieder einfach die Beine auslockern. Durchbewegen. Du darfst übrigens auch gerne mal so ein bisschen auf die Muskeln klopfen. Ich mache das immer gerne so, dass du einfach das Gefühl hast, da geht ein bisschen Spannung raus. Und dann machen wir natürlich noch die andere Seite. Vorderes Bein wieder ganz fest, hinteres Bein kreuzen. Ja, vielleicht tust du dir jetzt schon leichter mit der richtigen Position. Arme nach vorne, das ist wichtig, weil dann fixierst du hier auch deinen Oberkörper. Und dann komm erstmal in eine kleine Bewegung. Kontrollier, ob die Position passt. Verschieb dein Bein noch ein bisschen, wenn nötig. Und dann legen wir los. Tief und hoch. Vorderes Bein steht ganz fest auf der Matte. Hinteres Bein, Ferse bleibt oben. Beugt das Knie vom hinteren Bein näherst du dem Boden an. Du musst nicht ganz nach unten gehen. Und dann streckt das Bein, wenn du nach oben kommst. Gleichmäßig atmen. Noch dreimal. Und dann wieder Arme lösen,
nach vorne auf das Bein. Gleich oben bleiben, Knie nach oben. Ja, ein bisschen wackeln, aber versuch's auszugleichen. Standbein, Knie ist gebeugt. Und dann Position halten. Wenn du sehr gut stehst, gerne auch mal mit geschlossenen Augen. Probier es mal aus. Halten. Noch zwei, eins. Und dann lösen. Wieder ein bisschen lockern oder wenn du möchtest, einfach ein bisschen klopfen auf die Muskulatur. Spannung rausbringen. Und dann kommen wir gleich zur nächsten Übung. Jetzt brauchst du gleich die ganze Breite deiner Matte. Ja? Komm deswegen auf eine Seite, egal welche Seite zuerst. Und dann kommen wir nach drüben auf die andere Seite. Hin und her. Versuch dabei, das äußere Bein ganz aufzustellen, das innere nur leicht aufzutippen. Im Wechsel rechts und links. Und versuch so weit nach drüben zu kommen, dass du eine Sprungbewegung machst. Also für einen kurzen Moment in der Luft bist. Nimm deine Arme dazu. Das heißt, innerer Arm nach vorne, äußerer Arm nach hinten. Und damit das Ganze jetzt ein bisschen dynamischer wird, ja, das ist ein Schlittschuhschritt, komm ein bisschen tiefer und nimm den Oberkörper nach vorne. Und jetzt steig ein in die Bewegung von rechts nach links. Zieh den inneren Arm vor, den äußeren zurück. Ja, nimm diesen Schwung der Arme mit in die Bewegung. Wie beim Schlittschuhfahren, von rechts nach links. Drück dich ab von der Matte. Spann deine Bauchmuskulatur an. Und versuche ein Tempo zu finden, mit dem du gut zurechtkommst. Es muss nicht mein Tempo sein. Es darf aber auch schneller sein. Ganz gleichmäßig. Rechts und links. Oberkörper leicht vorne. Noch 10 Sekunden. Noch 3, 2, 1. Und dann werde kleiner und komm wieder zur Ruhe. Und geh einfach mal ganz locker auf der Stelle, so wie am Anfang. Lass die Arme baumeln. Und du hörst schon, jetzt kommt man ein bisschen aus der Puste. Also Herzfrequenz wieder nach unten bringen. So, dass du das Gefühl hast, du kannst dich ein bisschen erholen. Kannst wieder neue Kraft sammeln. Denn wir haben Halbzeit. Das waren die ersten drei. Und jetzt kommen die zweiten drei. Für die nächste Übung brauchst du deinen Stuhl. Stell dir den bitte seitlich auf deine Matte. Und zwar so, dass die Stuhlfläche zu dir zeigt. Achte darauf, dass der Stuhl auch stabil steht, dass er nicht wegrutschen kann. Und dann platziere deine Hände rechts und links. Ich würde dir empfehlen, hier so an der Seite rumzugreifen. Du kannst sie auch oben drauf stützen. Fürs Handgelenk ist es aber oft angenehmer, wenn du hier seitlich in die Position gehst, dann ist es hier etwas weniger gebeugt. Du kannst dir auch gerne was unterlegen, Handtuch zum Beispiel. Das wäre dann vielleicht noch ein bisschen angenehmer. Jetzt komm nach hinten in so eine Art Stützposition. Und wir gehen jetzt gleich in der Bewegung. Das nennt sich Bergsteiger. Zieh im Wechsel rechts und links das Knie nach oben. Stütz dich dabei auf die Hände. Achte drauf, Ellbogen leicht gebeugt. Komm erstmal in die Ausgangsposition. Nimm ein Bein zurück. Schau mal, dass du gut stehst mit dem Bein. Komm auf den Fußballen. Und dann stütz dich über deine Hände mit den Schultern. Und jetzt gehst du in die Position, anderes Bein zurück, Beine hüftbreit. Und dann komm in die Bewegung. Mach die Bewegung noch langsam.
Versuch den Rücken gerade zu halten, den Po nicht zu weit nach hinten zu strecken, sondern ein bisschen tief zu nehmen und dann die Knie im Wechsel nach oben zu ziehen. Schau nach unten. Das ist jetzt so eine Mischung aus muskulärer Anspannung, weil du hier Stützarbeit leistest, und Cardiotraining durch das Anziehen der Beine. Ganz gleichmäßig. Rechts und links. Noch 5 Sekunden. 2, 1. Ein Bein wieder nach vorne. Die Spannung aus den Armen lösen. Und dann nach oben kommen. Ein bisschen auch die Hände auslockern. Mal die Finger öffnen, schließen, ja, dass du das Gefühl hast, die Handgelenke können sich wieder ein bisschen entspannen. Und dann darfst du dir auch den Stuhl schon wieder beiseite stellen. Und wir kommen zur nächsten Übung. Die kennst du schon. Die bauen wir nochmal mit ein, denn die ist richtig effektiv für den ganzen Körper. Jumping Jacks. Wir starten wieder. Beine geschlossen, Arme nach oben. Wir machen die aber jetzt ein bisschen schwerer. Wir machen das noch mit einer koordinativen Zusatzaufgabe. Zeige ich dir gleich. Wir steigen erstmal ein mit der Basisübung. Arme zusammen. Dann in die Grätsche springen, Arme zur Seite und wieder nach oben schließen. Mach deine Arme lang, aber spann so ein bisschen deine Armmuskeln an. Ja? Spann auch deine Finger an, dass du so ein bisschen das Gefühl hast, du hast Kontrolle über deine Arme, wenn du sie an der Seite hoch und runter führst. Position bereit, dann geht's los. Auf der Stelle locker springen. Finde auch hier wieder ein Tempo, mit dem du gut klarkommst. Spann die Arme an, spann die Finger an. Und jetzt versuch mal, immer im Wechsel ein Knie nach oben zu bringen. Rechtes Knie, linkes Knie. Nach innen hochziehen und dann wieder in die Grätsche. Noch 4. Noch 3. 2. Letzter. Und dann in Bewegung bleiben. Langsam runterkommen. Grätsche. Und einfach mal ganz locker hin und her bewegen. Also aus dieser Anstrengung rauskommen. Und durch die leichte Bewegung die Herzfrequenz wieder runterbringen. Jetzt brauche ich auch ein bisschen länger für meine Sätze. Ich muss nämlich auch Luft holen. Aktiv ausatmen. Eine letzte Übung habe ich noch für dich. Dann hast du es geschafft für heute. Arme auspendeln, nochmal kurz durchatmen. Wir starten wieder im Stehen auf der Matte, in der Mitte mit geschlossenen Beinen. Nimm die Arme nach vorne und komm jetzt zur Seite, relativ groß, wenn du kannst, und komm an der Seite tief. Das heißt, schieb dabei deinen Po nach hinten, stabilisiere dein äußeres Bein und drück dich dann wieder zur Mitte hoch. Das gleiche auf die andere Seite. Tief gehen, langes Bein innen, gebeugtes Bein außen und wieder hochgehen. Versuch in der Mitte, ja, so einen leicht offenen Stand wieder zu bekommen. Die Knie leicht gebeugt und versuch dich hier im Oberkörper, im Rumpfbereich zu fixieren. Wir machen das Ganze rechts und links im Wechsel. Also hier geht es jetzt wieder eher um Körperhaltung, um sauberes Arbeiten und nicht so schnell, nicht so sehr um das Tempo. Bereit? Leicht nach vorne, zur Seite und zur anderen Seite. Setz den Fuß ganz weich auf und schau mal, wie groß du den Schritt machen kannst, dass du noch die Möglichkeit hast, dich wieder aktiv nach innen zu drücken. Und versuch, den Abdruck zu dosieren. Also nicht zu stark,
und nicht zu schwach, sodass du in der Mitte für einen Moment ruhig stehen kannst und dann wieder zur anderen Seite gehst. Die Hände fest zusammen, Rumpf anspannen, Po nach hinten schieben, gleichmäßig atmen. Die letzte Übung für heute. Dann gibt es natürlich noch ein kurzes Cooldown. Und wir zählen runter. Noch viermal. Noch drei. Die letzten zwei. Und dann komm zur Mitte. Lass deine Arme fallen. Stell dich einfach mal ganz locker auf deine Matte. Und dann fang einfach mal an, deine Schultern zu kreisen. Nach hinten. Im Wechsel. Rechts und links. Beweg dich im Oberkörper, im Rumpf so ein bisschen mit. Und dann werde kleiner und komm zur Ruheposition. Geh in eine etwas größere Grätsche und komm jetzt mit einem Arm zur Seite nach unten. Wandere dein Bein entlang, nimm den anderen Arm dazu. Lass die Beine ganz lang und dann öffne dich nach vorne. Nimm die Schulter zurück, schau deine Hand hinterher und schließe wieder. Noch zweimal öffnen und schließen. Öffnen und schließen und dann komm wieder langsam über die Seite nach oben und komm zur anderen Seite tief, entlang deines Beines. Anderer Arm dazu. Halte die Position und jetzt öffne wieder nach oben. Bring die Schulter zurück, schau deine Hand hinterher und komm wieder tief. Öffnen und schließen. Ein letzter. Öffnen und schließen. Und komm jetzt zur Mitte. Wenn du es schaffst, deine Finger oder sogar die ganze Hand auf den Boden und dann wandere mit deinen Händen nach vorne und mit den Füßen ein bisschen zurück, bleib aber in der Grätsche und dann bring deinen Kopf zwischen die Arme, deine Nase in Richtung Boden und schieb deine Fersen weit nach hinten. Komm immer wieder tief und hoch. Noch zweimal. Und dann komm wieder auf deine Matte zurück. Schließ die Beine. Umarme deine Beine. Beug die Knie und mach den Rücken ganz rund. Und dann löst deine Arme und roll dich ganz langsam nach oben auf. Bring ein Bein leicht nach vorne auf die Ferse. Stütz dich auf das andere Bein und zieh die Zehen nach oben, schieb den Po zurück. Bleib hier für ein paar Sekunden. Und dann wechsel das Bein. Andere Seite. Wieder kurz halten. Und dann richte dich auf und lockere deine Beine nochmal. Ganz entspannt. Aus. Schwing die Arme vor dem Körper. Nach oben. Drei, viermal.
Und dann darfst du dich ausruhen. Du hast es geschafft. Das war die dritte Woche. Nächste Woche geht's weiter. Natürlich wieder meine Empfehlung, gerne auch mehrmals pro Woche machen. Also zweimal die Woche auf jeden Fall. Wenn du dich schon fit fühlst jetzt nach dieser Zeit, dann gerne auch dreimal pro Woche dieses Programm wiederholen. Und dann bin ich gespannt, wie fit du bist, denn wir sehen uns dann nächste Woche zum vierten Teil. Also hab Spaß und ich freue mich auf dich.